2024 ist das Jahr der künstlichen Intelligenz in Aktion. 2023 war noch sehr stark davon geprägt, dass Unternehmen experimentiert haben und sich vorbereitet haben für die generative künstliche Intelligenz insbesondere. Heute haben wir künstliche Intelligenz auf dem Shopfloor. Immer mehr Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, über einfache Interaktion mit den Systemen immer bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen. Microsoft Manufacturing Data Solutions stellt eine Lösung bereit, wie die Vielzahl der Daten, 1,9 Petabyte, die jährlich in der Fertigungsindustrie anfangen, laut McKinsey, diese Vielzahl von Daten entsprechend zugänglich zu machen, zu verarbeiten, aus den Silos herauszuholen, in denen sie heute häufig noch liegen, und über Copilot Template for Factory Operations auch jedem Mitarbeiter zugänglich zu machen. Der Zugang zu diesen Daten erfolgt über Standard-Interfaces. Wir haben immer mehr Devices auf dem Shopfloor, die zum Beispiel mit Teams, aber es können auch andere Interfaces sein, ausgestattet sind. Und hier kommen dann auch die Chiphersteller ins Spiel. Es ist wichtig, dass die Devices, die auf dem Shopfloor sind, mit starken Prozessoren ausgestattet sind. Der Intel Core Ultra zum Beispiel stellt die entsprechende Neural Processing Power zur Verfügung, um auch den Co-Piloten immer schneller zu machen, die Fragen schneller beantworten zu lassen und so natürlich auch die Nutzung der künstlichen Intelligenz auf dem Shopfloor zu intensivieren. Entsprechend ist die Kooperation, die Microsoft und Intel haben zum Beispiel, wir haben ja auch die Chips in unseren eigenen Devices verbaut, von entscheidender Bedeutung, um einfach noch mehr Mitarbeiter zu befähigen für dieses Zeitalter der künstlichen Intelligenz.